Okay, dann fangen wir mal an. Datenschutz ist ja eigentlich, ja, hatte ich so vor ein, zwei Jahren gedacht, ist durch, ne? 2018 mit der Datenschutzgrundverordnung, als sie in Kraft trat, da war es ja der Riesenhype und danach dachte ich eigentlich, ja, so langsam müsste es jeder haben und so viel Neues kann auch nicht kommen. Tatsache ist, es bleibt spannend und es bleibt immer wieder neu. Deshalb heute mal ein Datenschutzupdate 2022. Oder dauerhaft unbeliebt machen in 20 Minuten. Mit Gelinggarantie. Die meisten hier kennen mich noch nicht, deshalb kurz zu mir. Ich bin von Haus aus Jurist, war in einem früheren Leben mal 15 Jahre lang als Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht tätig. Habe dann mein Hobby zum Beruf gemacht und mache jetzt ja fast genauso lang. Betreiben wir einen kleinen Verlag, der so Nachrichteninformationsportale, Newsletter und so weiter zu rechtlichen, steuerlichen Themen betreibt. So, worüber reden wir heute? Ich habe jetzt mal, weil wir ja nur eine begrenzte Zeit haben, zwei Themenblöcke mitgebracht. Das ist, glaube ich, schon sehr sportlich für eine Dreiviertelstunde. Das eine, Telekommunikations-, Telemedien-Datenschutzgesetz, was es jetzt neu gibt. Das ist das Gesetz, was unter anderem dafür zuständig ist, dass ihr die Cookie-Banner jetzt alle so schön seht, von denen ich sag mal, 90% entweder, oder sagen wir so, von denen, die ich sehe, dürften ein Drittel mindestens überflüssig sein und von dem Rest 90% falsch implementiert. Aber gut, wir werden es gleich sehen. Und das Zweite, was ich mitgebracht habe, ist der Datentransfer in die USA. Stichwort Google-Fonds, damit ist das jetzt gerade wieder aufgekocht. Das wollte ich auch mal angehen mit euch, weil es gibt, betrifft natürlich nicht nur Google-Fonds, ne? Es betrifft auch Google Analytics. Ja, ich sehe ja gerade schon ein ganz begeistertes Gesicht nach Ihrem Vortrag heute Morgen. Es betrifft auch Font Awesome, es betrifft teilweise die großen Hyperscaler, AWS, Azure Cloud, Google Cloud und so weiter. Und noch viele andere Dienste, das werden wir gleich sehen. Betrifft auch vielleicht, ich weiß nicht, wer von euch betreibt Newsletter? Wo hostet ihr die Newsletter? Okay, diese selber machen, sind jetzt mal außen vor. Und wer benutzt zum Beispiel Mailchimp oder sowas? Herzlichen Glückwunsch. Okay, fangen wir auch mit dem Thema an, Datentransfer in die USA. Grundsätzlich ist es so, innerhalb der EU haben wir den Grundsatz, dass wir ein einheitliches Datenschutzniveau haben. Das heißt, ob mein Server hier steht oder mein Dienst hier betrieben wird oder in Italien oder in Frankreich oder wo auch immer, in Ungarn, vollkommen egal, es ist alles das gleiche Niveau. Sogar Irland hat das gleiche Niveau. Behaupten wir jedenfalls. Das gilt für die ganze EU, das gilt auch für den europäischen Wirtschaftsraum, also auch für Länder wie Norwegen, Island, Liechtenstein, die nicht in der EU sind, aber zum europäischen Wirtschaftsraum gehören, weil die haben die Datenschutzgrundverordnung auch übernommen als eigenes Recht. Das ist einmal die EU, soweit, so gut. Und dann gibt es natürlich noch die ganzen Drittstaaten. Da ist dann immer die Frage, haben wir hier einen Drittstaat, der ein angemessenes Datenschutzniveau hat? Also ein Datenschutzniveau, was dem unserer DSGVO halbwegs entspricht. Das muss nicht gleich sein, aber man muss zumindest sagen können, okay, da können wir mit leben. Wenn das so ist, dann gibt es einen entsprechenden Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission. Und für die Länder, für die es den gibt, können wir die Daten genauso transferieren wie in alle anderen Staaten innerhalb der EU. Na, das sind dann so Staaten wie Schweiz, Andorra. Gut, ich wusste nicht, dass die Server haben, aber gut. Färöer, Großbritannien. Großbritannien sage ich jetzt mit ein bisschen Einschränkung, weil die gerade dabei sind. Die haben ja auch die DSGVO beim Brexit übernommen als eigenes Recht. Deshalb gab es auch ohne Probleme den Angemessenheitsbeschluss. Die sind aber gerade dabei, es zu renovieren und wohl sehr stark abzuschwächen. Sollte das kommen, kann es sein, dass der Angemessenheitsbeschluss auch im Laufe der nächsten 2 Jahre oder was auch immer dann irgendwann wieder einkassiert wird. Also deshalb das mit Vorsicht, aber im Moment auch. Dazu gehören Staaten wie Neuseeland, Argentinien und eingeschränkt, nicht 100%, Kanada und Israel. Und dann gibt es Staaten, die dieses Datenschutzniveau nicht haben. Das ist die ganze restliche Welt. Jetzt habt ihr gerade schon festgestellt, wenn ihr die Liste euch anseht, da fehlt ein Land drauf, ne?
Und zwar das Land, in das die meisten von euch die Daten schieben, die nicht in Europa gehostet werden. Genau, es fehlt nämlich die USA. Das heißt jetzt nicht, dass es nicht möglich ist. Wie gesagt, in den mit angemessenen Datenschutzniveau, wo ich einen Angemessenheitsbeschluss habe, genauso wie in der EU, kann ich beliebig. In den anderen brauche ich spezielle Regeln. Das können sein Binding Corporate Rules, das ist es für Konzerne. Das können sein EU-Standardvertragsklauseln. Das ist ein Set von Klauseln, die die EU-Kommission einmal vorgegeben hat, beschlossen hat. Da gibt es auch jetzt eine neue Version, wo man versucht hat, es an die neue Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs anzupassen, die man für seinen Vertrag verwenden kann, die wählen zu dem Vertragspartner, den dann an Regeln bindet, die auf gut Deutsch dem entsprechen, was wir hier als Datenschutz haben. Das ist auch im Verkehr mit den USA natürlich möglich, hat aber da Besonderheiten, werden wir gleich drauf kommen. Es gibt grundsätzlich auch noch die Möglichkeit, personenbezogene Daten mit einer Einwilligung des Betroffenen in ein solches Drittland zu transferieren. Das funktioniert aber nur im Ausnahmefall. Es gibt ja einige, die versuchen damit das generell zu rechtfertigen. Nee, das funktioniert nicht. Steht in der Datenschutzgrundverordnung schon drin. Diese Einwilligung kann nur für Ausnahmefälle benutzt werden, wo ein anderer Transfer nicht möglich ist. Also auf einer anderen Grundlage, der Transfer aber aus anderen Gründen sehr wichtig ist. Das funktioniert ansonsten nicht. So, gucken wir uns mal die USA an. Das war ursprünglich mal alles ganz einfach. Da gab es noch so ein Safe Harbor Abkommen. Safe Harbor hieß einfach, eine US-Firma sagt, ich bin ganz lieb, ich beachte alle europäischen Datenschutzregeln. Dann wurde es in eine Liste eingetragen, und dann durften wir mit dieser Firma genauso Datenhandel betreiben wie mit allen Firmen in der EU auch. Zu diesen Firmen gehörte auch Facebook unter anderem. Dann gab es das erste Schrems-Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Also Schrems, ich glaube, die meisten kennen ihn. Wer nicht kennt, ist ein österreichischer Jurist, damals noch Jurastudent, der mal irgendwann von Facebook eine Auskunft verlangt hatte, was die an Daten über ihn hatten. Das hat er sich dann auch erstritten und dann kamen wirklich ein paar Pakete bei ihm an, mit alles Daten, was sie über ihn hatten, obwohl er da gar kein Konto hatte. Und seitdem tobt der Rechtsstreit Schrems gegen Facebook. Der ist bis heute nicht ausgestanden, ne? Also der läuft immer noch. Und in diesem ersten Urteil des Europäischen Gerichtshofs 2015 hat der Europäische Gerichtshof festgestellt, dass dieses Safe Harbor Abkommen nie wirksam war. Gut, damit war es weg. Was macht man dann? Naja, da macht man das, was man als Politiker gerne macht. Man nimmt die gleichen Regeln, verpackt sie ein klein bisschen anders, nennt das Ganze, gibt dem Kind einen neuen Namen, das hieß dann Privacy Shield und machte weiter. Also zwischen Safe Harbor und Privacy Shield. Die Unterschiede, ja, es sind so ein paar kleine Unterschiede da, weil man will sich ja nicht sagen lassen, man hätte nichts gelernt. Ne? Die Unterschiede sind aber so, dass sie keinem wehtaten. Man hat also weitergemacht, das war ein Weitermachen mit Ansage. Es war also von vornherein klar, es wird irgendwann wieder kippen. Das war dann 2020 mit dem Schrems II-Urteil. Also, ne? Diesen ganzen Malaise, das war immer Schrems gegen Facebook. Und damit war auch klar, das Privacy Shield Abkommen ist auch wieder hinfällig. Das konnte man auch nicht mehr nehmen. Und der EuGH ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen, hat zwar die Standardvertragsklauseln gesagt, ja, okay, das könnt ihr machen, hat aber gleichzeitig gesagt, in Anbetracht der Überwachung, die in den USA läuft, könnt ihr die Standardvertragsklauseln nicht für sich alleine nehmen, weil die legen ja nur dem Partner, den ihr in den USA habt Ketten an und binden ihn an unsere Vorschriften. Das entbindet ihn aber nicht davon, amerikanisches Recht beachten zu müssen, unter anderem auch Cloud Act und so weiter. Das heißt, die müssen natürlich nach wie vor da entsprechende Auskünfte geben, wenn sie dazu verpflichtet werden. Das heißt, wir können noch nicht mal auf der Grundlage von Standardvertragsklauseln im Moment sicher Sachen in die USA transferieren, sondern müssen dann immer noch zusätzlich überlegen, sind das besonders sensible Daten? Da geht das nach wie vor nicht. Ne? Also wenn es nur darum geht, hier unser Mailchimp-Fall, wenn du nur, ich sag mal, E-Mail-Adressen dahin schickst, ist das noch relativ unproblematisch, weil da kann man sich zur Not ja auch mit einer nichtssagenden E-Mail anmelden.
Ne? Wenn das Ganze natürlich, du sagst, ich will auch den Namen alles dabei haben und wir uns dann auch noch über Newsletter vielleicht in einem Gebiet unterhalten, was durchaus sensibel ist, ne? Dann wäre selbst das unter Umständen unzulässig. Ja, also Mailchimp, ich meine, wie alle amerikanischen Dienstleister versuchen natürlich den europäischen Markt zu retten, bieten dann Zusatzdinge ab. Da wurden unter anderem die Standardvertragsklauseln drin vereinbart. Aber wie gesagt, es reicht unter Umständen nicht. Also so eine ganz grobe Faustformel. Wenn die Daten oder wenn das, was da in die USA transferiert wird, Rückschlüsse auf die Person zulässt, die zum Beispiel dazu führen könnten, dass sie vor dem nächsten Flug in die USA kein ESTA kriegen, also dieses Visum, was man elektronisch beantragen kann, dann ist das zu viel. Dann geht es nicht. Ne? Und das fängt natürlich sehr früh an. Ne? Das kann sein, Gesundheitsdaten. Das kann einfach sein, eine Buchhandlung, die ihren Job über einen amerikanischen Cloud-Server betreibt und die Leute bestellen da irgendwelche Bücher, meine Rechte als Arbeitnehmer. Ne, also es müssen nicht die gesamten Werke von Engels und Marx sein, sondern es kann auch durchaus für unsere Verhältnisse hier vollkommen Normales sein. Das kann Probleme bereiten, geht also auf so einem Weg nicht. Ne? Von speziellen Fällen, was es sonst noch alles an personenbezogenen Daten gibt, die Schwierigkeiten machen, könnt ihr euch alle genug ausdenken. Also wie gesagt, ist seitdem schwierig, das war 2020. Jetzt hätte man eigentlich erwartet, ja gut, und 2021 kommt dann das Privacy Harbor Abkommen, ne, wo dann Wein nochmal umgefüllt worden ist. Das Problem ist, der Europäische Gerichtshof ist ja auch nicht ganz blöd. Der hat der EU-Kommission in das Urteil auch ziemlich deutlich reingeschrieben, dass Privacy Shield ja nur neu auf Kurs von Safe Harbor war. Und nochmal, ich glaube, das hätte dann doch ein bisschen zu viel Stress gegeben. Das heißt, es gibt tatsächlich bis heute ja kein neues Abkommen. Man hat dann im Mai großartig verkündet, man hätte sich jetzt grundsätzlich geeinigt auf ein neues Abkommen. Das gibt es nur noch nicht. Und ich sage auch ehrlich, mir fehlt im Moment die Fantasie, weil die Anforderungen, die der EuGH gestellt hat, also auch Schutz vor der Überwachung durch amerikanische staatliche Behörden, Rechtsschutzmöglichkeiten in den USA wie US-Bürger, die ist die USA ja nach wie vor nicht bereit einzugeben. Das heißt, da wird auch so schnell noch nichts kommen. Und solange da nichts kommt, haben wir halt Pech. Wir können da nur mit den Standardvertragsklauseln arbeiten. Und müssen dann halt, wie gesagt, diese weiteren Abwägungen treffen, um zu überlegen, kommen wir da rein. Das betrifft eine ganze Reihe von Diensten. Ne? Das betrifft Hosting-Dienste. Gut, WordPress lassen wir jetzt mal außen vor. Wir sind ja hier bei Joomla. Ja gut, da merkt ihr, wo ich den Vortrag normalerweise halte. Das betrifft auch CDNs. Cloudflare ist jetzt nur ein Beispiel davon. Ne? Cloudflare ist ja eine schöne Sache und man kann es auch für viele Sachen nutzen. Fun Fact am Rande: Die Bundesregierung hat sie jetzt genutzt für die letzte Volkszählung. Ne, die von euch, die so einen Fragebogen ausfüllen mussten online, ja, der wurde von Cloudflare gehostet. Herzlichen Glückwunsch. Ne, da ist der Bundesdatenschutzbeauftragte allerdings für auf die Palme gestiegen. Auch das geht unter Umständen nicht. Auch da müsst, also ihr kriegt von Cloudflare kriegt ihr entsprechende Standardvertragsklauseln. Alles kein Problem, das funktioniert. Aber ihr müsst selber noch überlegen, die Daten, die ich hier hin und her sende, oder die, was er auch Aufschluss über die Person geben, wenn man weiß, welche Seiten er aufruft, zum Beispiel bei einer Webseite auch, das kann ja schon reichen. Kann das Probleme geben? Sind das eventuell sensible Daten oder nicht? Ne? Dazu gehören auch dann Website-Dienste, Google Analytics. Wobei ich dazu sage, Google Analytics war auch vorher schon verboten. Google Analytics ist nicht DSGVO-konform betreibbar, so wie es im Moment von Google ist. Dass das jetzt ein amerikanischer Dienst ist, ist nur noch so die Kirsche auf der Sahne. Dazu gehören natürlich auch Google Fonts. Wobei bei Google Fonts, ich weiß nicht, wie es euch geht, wer benutzt die noch? Ja, lokal gehostet, klar.
Ne? Aber wir benutzen auch wirklich die Schnittstelle, um die von da von Google Servern aufzurufen. Ich meine, es war ja mal eine super Idee. Ne? Die Idee, die dahinter steckte, war ja, Google sammelt Open Source Fonds, bietet den Download von einer zentralen Stelle an. Und die nächste Webseite, die den gleichen Fonds aufruft, benutzt, der braucht nicht neu aufgerufen sein, sondern ist im Speicher ja vorhanden. Das funktioniert ja heute nicht mehr. Weil erstens mal da in Google Fonds sind über 500 verschiedene Open Source Fonds drin. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich da fünf Webseiten aufrufe, die alle die gleichen Fonds benutzen, ist dann eher gering. Und zweitens war der Cache in den Browsern, von Firefox bis Chrome, ne, selbst Chrome, benutzt den Cache nur noch webseitenbezogen. Das heißt, wenn ich in Webseite A die Schriftart runterlade und ich rufe danach Webseite B auf, die die gleiche Schriftart benutzt, wird es trotzdem für die Webseite B neu runtergeladen. Also es ist einfach ein Sicherheitsproblem sonst. Ne? Das heißt, es bringt eh nichts mehr. Ihr könnt natürlich die Fonds alle verwenden, sind ja Open Source. Die stecken alle entweder, ja, wenn sie gut lizenziert sind, unter einer SEL, ansonsten meistens unter einer Apache-Lizenz, das geht auch. Ladet sie euch runter, bindet sie lokal ein. In dem Zusammenhang übrigens auch, ich sehe in letzter Zeit immer mal wieder relativ aggressive Werbung sogar für so europäische Pendants. Also es gibt so zwei, drei Firmen, die im Moment dann Google Fonts einfach kopiert haben, auf irgendwelchen europäischen Servern betreiben und sagen, ihr könnt ja uns dafür einbinden. Ich weiß ja nicht, also die Zeit, die ich brauche, um den Google Fonds API-Aufruf da auszutauschen, die 2 Minuten. Ja gut, stecke ich 2 Minuten mehr rein, habe ich den Fonds auch bei mir direkt auf dem Server liegen. Ne? Also das bringt es auch dann nicht. Also ich wollte gerade sagen, ob ich jetzt nur mit einer Schrotflinte auf die schieße oder mit einer zweiläufigen, ist dann auch egal, ne? Nein, das ist nicht ganz so schlimm. YouTube-Videos werden typischerweise in einem iFrame ja geladen. Ne? Da würde ich sowieso immer einen Vorschalt-Screen machen, wenn es nicht über einen Cookie-Banner oder sonst was löst, wo du sagst, hier, dahinter steckt, hier will ich euch ein YouTube-Video zeigen oder Vimeo, was auch immer, ist egal. Wenn du das willst, klick hier schnell drauf, damit du eine Einwilligung hast. Dann ruft der Besucher, Einwilligung ist sogar noch das falsche Wort, eigentlich ruft er dann ja den Dienst auf, wenn auch umgeben von deiner Webseite. Und nö, dann nicht, weil dann ruft der Besucher deiner Webseite ja zusätzlich diesen Dienst auf. Und wenn er den aufruft, ist ja egal. Es hindert dich auch keiner, YouTube-Videos zu sehen, so viel du willst. Ne? Es hindert dich nur als Website-Betreiber jemand dran, diese Google-Dienste zu nehmen. Aber wenn du das dann einbindest mit so einem Vorschaltbildschirm zum Beispiel, das Ganze läuft ja eh nur, wie gesagt, Google läuft immer in einem iFrame ab, das ist ja das Schöne daran. Dann hast du damit keine Probleme. Gilt so ähnlich auch für Google Maps. Ne? Ist das nächste auf meiner Liste. War ja lange Zeit gang und gäbe, es gab ja kaum eine Webseite, wo nicht irgendwo eine Google Maps eingebunden war. Wenn man Glück hatte, ja nur auf der Seite, hier findet ihr uns. Ne, wenn man Pech hatte, in jedem Footer, auf jeder Seite. Darüber kommt übrigens auch direkt Google Fonts auch mit, ne, also das auch. Ist aber im Endeffekt das Gleiche, ob ich jetzt nur Google Fonts kontaktiere oder auch Google Maps. Wo ist der Unterschied? Google hat so oder so die Daten. Das Gleiche. Bei Recapture kann ich mir nur noch vorstellen, weil das Recapture ja auf einer Login-Seite meistens ist, wo sonst noch keine Daten sind. Da kann man vielleicht noch mal überlegen. Aber ja, aber ich wäre auch bei einem Recapture durchaus vorsichtig. Also auf meine Webseiten käme es nicht. Ne? Ja. Das Problem, was wir da einfach haben, ist, aber das ist ein Problem, das haben wir öfter mit US-Diensten. Es gibt Alternativen, aber die Alternativen sind weitaus schlechter. Es gibt auch bei dem Capture natürlich Captures, die ich von meinem eigenen Server aus betreiben kann, keine Frage.
Ne? Ist alles ja nicht das Problem. Aber die sind meistens so grottig, dass man sie nicht benutzen wollen. Ne? Aber deshalb, da muss man halt wirklich auch gucken, brauche ich das unbedingt? Würde ich dann auch überlegen. Und reicht mir vielleicht einer dieser Alternativen, die es gibt? Newsletter, dein Thema hatten wir eben ja auch schon, also Mailchimp und Konsorten. Ich habe jetzt nur Mailchimp geschrieben, es gibt auch noch weitere, ne? Sind dann auch unter Umständen ein Problem, wenn dann natürlich alles nur unverfängliche Themen sind und zum Beispiel nur die E-Mail-Adresse dann auch da nimmst, ist es ja ist es relativ unproblematisch, ne? Die ist zwar auch ein personenbezogenes Datum, aber gut, das kannst du dann mit Standardvertragsklausel und so weiter ohne Probleme machen. Die Cloud-Dienste, Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure, kann natürlich auch was sein. Auch immer sehr beliebt natürlich in dem Bereich Skype, Teams, Webex, Zoom, also die ganz normalen Konferenzdienste. Wobei man zum Beispiel bei einigen wie Zoom jetzt inzwischen Abstriche machen muss. Zoom kann inzwischen auch komplett über europäische Server laufen. Aber auch das kann Probleme geben. Das ist weniger ein Problem, wenn ihr jetzt in einer bestimmten Gruppe sowas macht, weil da kann sich jeder überlegen, nehme ich teil oder nehme ich nicht teil. Und das sind dann Sachen, die funktionieren über das, was ich eben sagte, Einwilligungen in Ausnahmefällen. Ne? Das Problem taucht auf, wenn das zum Beispiel Dienste sind, von denen ich mich nicht verabschieden kann. Schule, Universität und so weiter, die ja teilweise auch Zoom oder Webex nehmen oder Teams. Arbeitgeber ist auch so ein Problem. Ich kann als Arbeitnehmer ja nicht sagen, den nehme ich nicht, den Dienst. Ne? Dann sagt der Arbeitgeber, den Arbeitnehmer nehme ich aber auch nicht. Also überall da, wo es nicht freiwillig geschieht, sind die immer noch eine schlechte Idee. Also WhatsApp ist das gleiche wie alle anderen Facebook-Dienste auch, egal ob Facebook, Instagram, WhatsApp. Ich kann mir keinen Use Case vorstellen, wo das datenschutzkonform zu betreiben ist. Nein, aber ich habe in der Datenschutzerklärung natürlich, ich meine, wenn ich eine Datenschutzerklärung mache, dann schreibe ich alles rein, was ich an Daten im Betrieb erfasse, weil dann brauche ich es nur einmal machen. Ist einfacher. Vor allen Dingen kann ich die Leute direkt darauf verweisen. Ich muss ja auch für die anderen, muss ich eine Datenschutzerklärung bereithalten und auch Verlangen vorweisen. Dann kann ich es direkt in einem Aufwasch machen. Ne, machen die meisten ja. Deshalb steht es da auch drin. Aber WhatsApp ist eigentlich nicht vernünftig einsetzbar. Ja, du kannst. Wollte gerade sagen, WhatsApp Business oder du kannst auch WhatsApp, es gibt für viel, also ich kenne es aus dem Android-Bereich, da gibt es so die Möglichkeiten. Ne? Ja, beim iPhone kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber wobei man bei WhatsApp jetzt dazu sagen muss, inzwischen fragen sie ja nach, ob sie deine Kontakte plündern können. Wenn du nein sagst, fragen sie beim nächsten Mal wieder nach, klar, aber ne, sie fragen wenigstens. Ja, aber weißt du, auch wir beide können ja ohne Probleme über Zoom konferieren. Ne? Du bist damit einverstanden, ich bin damit einverstanden, wo ist das Problem? Wir beide machen, ja, ne? Wir beide machen das freiwillig, das ist das eine. Ich mache auch zum Beispiel unsere Webinare, die laufen auch über Zoom, weil das einfach das Sinnvollste im Moment noch ist.
Ne? Andere Sachen sind leider noch nicht so weit. Aber da kann jeder sich frei entscheiden. Und hier auch, er hat das Interview dann über Zoom gegeben, aber das, was er da gesagt hat, wurde sowieso danach im Fernsehen gesendet. Gut, okay. Das gehört dann zu den Sachen, die ich nicht verstehe, warum er das nicht abschneidet. Aber ne, im Endeffekt, es sind ja keine. Da bestand ja keine Gefahr, dass irgendwelche personenbezogenen Daten preisgegeben werden, die nicht sowieso nachher mit der Ausstrahlung preisgegeben werden. Ja, aber jetzt machst du. Ja, aber jetzt machst du einen. Du hast einen Denkfehler jetzt. Politiker sind Vorbilder. Okay, also das zu diesem Thema. Ich weiß nicht, wir hatten jetzt Google Fonts ja auch nur kurz gestreift. Hat einer von euch so eine Abmahnung schon mal gehabt, oder? Ah ja, doch einige. Ich mache es jetzt kurz, insbesondere vor der Kamera mache ich es kurz. Das sind keine typischen Abmahnungen, sondern das sind nichts anderes als Bettelbrief um Schadenersatz. Ne? Gut, es kann mehr drin sein, es kann auch noch eine Unterlassungserklärung verlangt werden, es kann Auskunft verlangt werden, da gibt es ja so Rechte in der Datenschutzgrundverordnung, die müsst ihr unter Umständen auch beachten, da müsst ihr also das Ding lesen. Was den Schadenersatz betrifft, es hat zwar mal ein Urteil gegeben vom Landgericht München I, das 100 € dafür ausgeurteilt hat, wobei wenn ein Richter für immateriellen Schaden 100 € ausurteilt, dann weiß man eigentlich, dass er sagt, okay, ich kann nicht anders, ich muss dafür was geben, aber ich sehe es nicht ein. Ja, das sind so die Urteile, wo man genau weiß, ihm ist noch nichts eingefallen, wie man es umdrehen kann. Was jetzt kommt, das sind größtenteils ja Leute, die ganz gezielt danach suchen. Das Beste ist, ich habe jetzt mal eine Abmahnung gesehen. Ihr kennt da vielleicht noch, wenn ihr die alten Bilder-Abmahngeschichten kennt. Lag meistens sogar ein Ausdruck dabei. Da war das Bild abgedruckt, da war der Quelltext abgedruckt, wann es aufgerufen wurde und so weiter. Alles automatisiert von diesen Scrapern rausgedruckt. Das war bei den Bildern, wo es wirklich um Urheberrechtsverletzung geht, sinnvoll. Hier unterhalten wir uns einen Schadenersatz für einen Schaden, immateriellen Schaden, der euch als Websurfer entstanden oder dem Anspruchsteller als Websurfer entstanden ist. Erstens mal, der ist gar nicht selber gesurft, sondern der hat eine Suchmaschine drüber laufen lassen. Zweitens mal, er ist dieses Risiko bewusst eingegangen. Ja? Es ist ja nicht so, dass er zufälligerweise auf einer Webseite gelandet ist und dann da voller Entsetzen gesehen hat, da wird Google Fonts verwendet. Sondern er hat ja konkret nach Webseiten gesucht, die Google Fonts benutzen. Das ist so ähnlich, als wenn ich mit meinem Auto mit 100 durch die Stadt rase, mich um den Baum wickle und dann dem Autohersteller auf Schadenersatz verklage, weil das Auto 100 fahren konnte innerorts. Ne? Also ein Risiko, was ich selber eingehe, da kriege ich keinen Schadenersatz für. Ne? Wer das Risiko sucht, kommt drin um. Fertig. Ja. Da gab es ja auch. Ja, oder das war genau, was ich eben meinte, mit denen, die das automatisch und dann auch so einen Ausdruck machen. Es gab da so eine Suchmaschine, die dann auch sogar die Briefe automatisch erstellte, indem es an die Impressumseite aufrief, da den Namen raussuchte und die Adresse und den Brief auch direkt fertigstellte. Die sind in einem Fall leider falsch gelaufen. Die haben auf der, da ging, das war eine Webseite über Hildegard von Bingen. Wer die nicht kennt, ist es eine Nonne aus dem 12. Jahrhundert. Der hat dann tatsächlich nicht den Namen des Webseitenbetreibers rausgesucht, sondern hat zielsicher Hildegard von Bingen adressiert, allerdings mit der richtigen Adresse, die im Impressum stand. Und damit hat Hildegard von Bingen dann ein Schadenersatzschreiben bekommen. Gut. No. Natürlich, das sind die Dinger alle. No. Das sind die Dinge alle. Nur wie gesagt, das, was bei Abmahnung nicht so richtig funktioniert, von wegen Massenabmahnung, Rechtsmissbrauch, das ist ein bisschen schwierig. Hier bei den Schadenersatzdingern ist das was anderes. Also guckt euch auch die Sachen drauf an. Guckt aber bitte auch, ob da noch zum Beispiel ein Auskunftsverlangen oder so was drin ist. Dem müsstet ihr unter Umständen nachkommen. Ne? Ja,
Da wird so einiges, oder ich kenne ein Abmahnschreiben, das kommt von einer angeblich Münchner Anwältin. Dann hat sie vor 2 Wochen hat sie dann nochmal eine Mahnung verschickt. Das ließe sie sich nicht gefallen, dass man nicht besteht auf den 100 Euro und man sollte jetzt bis nächste Woche zahlen. Da ist jetzt ein neues Konto nur drauf, ne? Weil ja, die Anwältin, die das angeblich geschrieben hat, ist eine Fake-Anwältin. Die gibt es nicht. Das heißt, es gibt sie schon. Die sitzt in Wiesbaden oder irgendwo da in der Kante und ist Justiziarin bei einer Versicherung. Die hat das aber nicht geschrieben. Ne? Das heißt, da hatte einfach wohl die Münchner Bank gemerkt, dass da was nicht läuft, hat das Konto gekündigt. Jetzt versucht sie in der Mahnung noch ein neues Konto sogar unterzuschieben. Also da wird viel Schindluder getrieben. Also ganz ehrlich, bei den 100 Euro. Ne? Wenn ihr eure Ruhe haben wollt, zahlt sie und ansonsten geht für den 100 Euro abends ein Bier trinken, habt ihr mehr von. Naja, aber die 100 Euro sind meistens im Selbstbehalt, also deshalb, da bringt die Berufshaftpflicht ja nichts. No? No? Okay. Das zweite Thema, was ich mitgebracht habe, also wenn da noch Fragen sind oder auch von denen, die abgemahnt sind, wir können uns gerne da gleich drüber unterhalten, nur wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten. Das zweite Thema, was ich mitgebracht habe, ist die Telekommunikations-, Telemediendatenschutzverordnung, das Cookie-Gesetz. Zuerst mal eins, damit überhaupt klar wird, worüber wir uns unterhalten. Da fließen unter dem Begriff Datenschutz werden zwei Sachen teilweise vermischt inzwischen. Das ist einmal der eigentliche Datenschutz, das heißt der Schutz von personenbezogenen Daten. Das ist das eine. Das ist das, worüber die Datenschutzgrundverordnung und so weiter redet. Und dann gibt es die E-Privacy. Da geht es nicht darum, wirklich irgendwelche personenbezogenen Daten zu schützen, sondern da geht es darum, dass einfach die Datenverarbeitung integer bleibt. Dass also nicht mir was untergeschoben wird in mein Handy, in mein Notebook oder sonst was, mit dem ich getrackt werden kann. Ne? Das heißt, Datenschutz, geht es um personenbezogene Daten, DSGVO, sonst nichts. Und es gibt diese E-Privacy-Sachen, wo es wirklich um die Integrität der Datenverarbeitung geht. Da brauche ich keine personenbezogenen Daten, sondern das ist eigentlich so ein Vorfeldschutz. Man will einem gewisses Risikogebiet, einem gewissen riskanten Vorgehen, das Wasser abgraben, damit eben darauf folgend gar nicht erst der Datenschutzverstoß begangen werden kann. Das geht ein bisschen durcheinander, auch wenn man zum Beispiel diese E-Privacy-Richtlinie, die jetzt wieder hochgekocht ist, sie ist ja schon was älter, von 2002, die heißt auch Richtlinie über den Datenschutz in der elektronischen Kommunikation. Also auch da hat man nicht unterschieden zwischen früher zwischen Datenschutz und Privacy, sondern man hat es so genommen. Aber wenn man diese Unterscheidung macht zwischen diesen beiden Themen, kommt man besser durch. Wenn man dann wirklich merkt, ich bin jetzt in dem einen oder in dem anderen Bereich, ich muss eigentlich immer beide mitbedenken, klar. Aber das sind teilweise unterschiedliche Regeln. Ne? Und so auch hier. Ich habe bei den gesetzlichen Regeln im Datenschutz, also ist ja so eine Matrix, ich habe einmal Privacy, einmal Datenschutz und ich habe natürlich immer zwei Regelungsebenen, nämlich die Europäische Union und Deutschland. Beim Datenschutz ist ja klar, habe ich die DSGVO, das ist das Verbindliche, was in der ganzen EU unmittelbar direkt gilt. Hab dann noch das Bundesdatenschutzgesetz, was noch so ein paar Führungsregelungen beinhaltet, wo dann drin steht, wer die Datenschutzbehörden sind. Der Arbeitnehmerdatenschutz ist noch drin und das ist es dann. Also so das, was die DSGVO offen gelassen hat. Im E-Privacy sieht das anders aus. Da habe ich die E-Privacy-Richtlinie, die ich gerade erwähnt habe, von 2002, 2009 ist nochmal bearbeitet worden. Die sollte eigentlich auch durch eine neue Verordnung ersetzt werden, die zeitgleich mit der DSGVO in Kraft treten sollte. Gut, es ist noch nicht absehbar, ob es eine geben wird. Also der Unterschied, den ihr da seht, einmal steht Verordnung da und einmal steht Richtlinie da. Der Unterschied ist, eine Verordnung ist ein Gesetz der EU, was unmittelbar gilt. Da habe ich mich sofort dran zu halten. Eine Richtlinie ist auch ein Gesetz der EU, das wendet sich aber an die Mitgliedstaaten und sagt, du Mitgliedstaat, das und das möchten wir geregelt haben, setz das bitte in dein nationales Recht um. Das heißt, diese E-Privacy-Richtlinie, auf die kann sich keiner direkt von uns berufen,
Wir müssen sie auch nicht beachten, weil sie ist nicht, wir sind nicht der Adressat dieser Richtlinie. Das ist in dem Fall dann halt die Bundesrepublik. Die hatte die ganze Zeit keine Lust, das umzusetzen und hat dann als Umsetzungsregelung die Regelung des Telemediengesetzes nach Brüssel gemeldet, wo auf gut Deutsch schon immer drin stand, ihr müsst eine Datenschutzerklärung haben, da schreibt ihr alles rein und dann ist gut. Und wer die liest, liest sie, und wer sie nicht liest, ist selber schuld. Das hat uns die ganzen Jahre Cookie-Banner alles erspart. Also entsprechende Cookie-Banner-Wellen liefen, angestoßen war das, glaube ich, in England sogar zuerst mal, so 2016, 17. Danach lief es durch Spanien, durch Italien. Die haben schon da immer diese Cookie-Banner alle benutzt, wo wir hier noch immer gesagt haben, brauchen wir alles nicht. Ne? Weil das Telemediengesetz gab das anders vor. Die EU-Kommission hat das witzigerweise auch geschluckt. Und dann hat allerdings irgendwann der Bundesgerichtshof in dem Rechtsstaat, der bei ihm vorlag, tatsächlich ein Vorabentscheidungsersuchen des Europäischen Gerichtshofs angefordert, zur Frage, ob das eine wirksame, eine vernünftige Umsetzung ist. Die Antwort vom Europäischen Gerichtshof könnt ihr euch vorstellen. Sie hat natürlich gesagt, wo ist denn da eine Umsetzung? Damit war dann hier halt das Problem da. Der Gesetzgeber hat dann sehr schnell nachgebessert mit dem TTDSG, also dem Telekommunikations- und Telemediendatenschutzgesetz. Und da stehen jetzt diese Regeln drin, die wir gerade beachten müssen. Wenn ihr da mal reingucken, dann werdet ihr so Begriffsbestimmungen finden. Teilweise hat der Gesetzgeber sogar gesagt, ich mache mir gar nicht die Mühe, die neu zu machen, sondern also das hat diesen langen Namen, weil es einfach Sachen teilweise aus dem Rundfunkrecht und teilweise aus dem Telemedienrecht nimmt und beides zusammengemischt hat, weil man musste beides neu regeln und hat dann beides direkt in einem U-Aufwasch gemacht. Bezieht sich also auf die, zum Beispiel teilweise auf die Definitionen, die im Telemediengesetz stehen. Ne? Das heißt, Telemedien sind alle elektronische Informationen, Kommunikationsdienste, soweit sie nicht Telefon oder Rundfunk sind, sprich jede Webseite, jeder Newsletter, jede App, das alles sind Telemedien. Ne? Anbieter von Telemedien ist jeder, der sie darbringt, der sie ins Internet stellt, der sie freigibt. Geltend tun sie diese Regeln immer dann, wenn entweder der Anbieter hier in Deutschland sitzt. Also wenn ihr hier eine entsprechende, bleiben wir bei einer Webseite zum Beispiel, eine Webseite betreibt, dann unterliegt die diesem Gesetz. Selbst wenn sie sich eigentlich an Kunden in den USA richtet. Na, dann würden die trotzdem, diese Kunden würden vom deutschen Gesetz geschützt. Umgekehrt, eine Webseite, ich habe eben hier einen Schweizer gehört. Wo haben wir ihn? Okay, ich weiß nicht. Eben halt irgendeiner kam mir hier schweizerisch vor. Der unterliegt ja nicht diesem Gesetz. Wenn er aber eine Webseite macht, die deutsches Publikum adressiert oder auch adressiert, muss er sich auch dran halten. Ne? Das ist eine Regel, dieses Marktordnungsprinzip kennen wir auch von der DSGVO. Also alles, was wir hier aus dem Geltungsbereich heraus machen oder was für hier gemacht wird, da gilt das für. Die Vorschrift, die uns da die Schwierigkeiten macht, ist der sogenannte Paragraph 25. Das Speichern von Informationen in der Endeinrichtung des Endnutzers, also im Handy, Notebook und so weiter, oder der Abruf, Zugriff auf Informationen, die bereits noch gespeichert sind, bedarf der Einwilligung. Und der Einwilligung bedarf nicht, und dann kommt diese Ausnahme, wenn es unbedingt erforderlich ist, damit der Teledienst erbracht werden kann. So, das heißt, wenn wir das mal einzeln aufgliedern, ich brauche immer eine Einwilligung. Das ist eigentlich die einzige Rechtfertigung, die es gibt hier. Ihr kennt das DSGVO, da gab es ja verschiedene. Ne? Gesetzliche Anforderungen, Vertragserfüllung, berechtigtes Interesse, Einwilligung. Ja, da gab es da so eine schöne Pyramide. Paar konnte ich generell mitmachen. Berechtigtes Interesse muss ich nur ein Opt-out anbieten. Einwilligung, gut, das war mal wie hier. Brauche ich also für das Speichern und auch für das Abrufen. Wobei, wir reden jetzt immer von Cookies. Ne? Im Gesetz steht nicht Cookies. Im Gesetz steht nur Speichern und Abrufen von Daten auf dem Endgerät. Das kann natürlich auch alles andere sein. Ne? Das können auch
Browserdatenbanken sein oder was auch immer, vollkommen egal, abrufen. Was auch darunter fällt, ist, ich kann ja natürlich theoretisch sagen, ich mache ein Fingerprinting. Ne? Die meisten Browser sind ja so konfiguriert, dass ich den eindeutig erkennen kann. Ja, fast alle eigentlich. Ordne dann bei mir zu, indem ich die Sachen bei mir speichere. Auch das werden Abrufen von Daten, indem ich dieses Fingerprinting mache. Auch das fällt da drunter. Ne? Das heißt, ich brauche eine Einwilligung, wenn ich so ein Cookie setzen will. Bleiben wir mal der Einfachheit halber bei Cookie, aber wie gesagt, für alles andere gilt es auch. Das gilt zuerst mal rein objektiv. Also es geht nicht darum, dass da personenbezogene Daten drin sind oder sonst was, sondern rein die Tatsache, dass Cookie wird gesetzt. Wie gesagt, wir sind im Bereich E-Privacy, nicht Datenschutz. Ne? Allein die Tatsache, dass ich auf dein Handy zugreife, reicht schon aus, um diese Regeln auszulösen, dieses Einwilligungserfordernis. Diese Einwilligung, die muss auch vorliegen, bevor das Cookie gesetzt wird. Ne? So ganz beliebt ist ja immer, ich mache so ein Cookie-Banner und ja, im Hintergrund wird schon Google Analytics geladen, werden schon irgendwelche Werbung ausgespielt, die irgendwelche Cookies setzen und so weiter. Ne? Nee, zuerst mal die Einwilligung und dann unterhalten wir uns über alles andere. Ne? Daran scheitern schon viele. Dann muss auch diese Einwilligung, also die Regeln für die Einwilligung stehen witzigerweise nicht drin, weder in der E-Privacy-Richtlinie noch im TDSG. Da gibt es eine einfache Regel, die hat der EuGH aufgestellt, der Europäische Gerichtshof. Der hat nämlich einfach gesagt, wenn wir da keine Regeln haben, wir haben die Regeln beim Datenschutz, dann gelten die halt hier entsprechend. Das heißt, wie auch im Datenschutz, Einwilligung setzen Informiertheit voraus. Ich muss also vorher darüber informieren, welche Daten speichere ich auf deinem Handy. Welche Daten rufe ich von da ab? Wie lange speichere ich? Zu welchem Zweck speichere ich? Ich muss darüber belehren, dass man die Einwilligung widerrufen kann und so weiter. Daran scheitern auch viele von diesen Boxen. So, und dann bitte die Einwilligung auch, sie muss unmissverständlich und eindeutig sein. So die übliche. Allem zustimmen, ja, klar, wäre eine Einwilligung. Aber dann die zweite Box, Einstellungen speichern, ist gar keine Einwilligung. Ne? Also, was viele hier haben. Da kriegt man so diese Auswahlmenüs, dann wählt man da alles ab, bis auf Notwendige, weil das kann man nicht abwählen. Und dann muss man alles speichern drücken. Alles speichern sagt aber nicht, dass ich einwillige, sondern sagt nur, dass ich die Einstellungen speichere. Ne? Also, auch da bitte drauf aufpassen und auch. Bitte nicht diese Black-Pattern, die gerne genutzt wurden. Ja und nein muss gleich einfach erreichbar sein. Ihr müsst die Banner nicht gleich auffällig machen, das nicht, aber sie müssen gleich gut erreichbar sein und nicht das eine durch drei Sub-Ebenen noch aufrufbar. Und das Ganze bitte auch immer bezogen mit den Informationen auf den konkreten Fall. Also Werbezwecke, Verbesserung der Nutzererfahrung und IT-Sicherheit alleine reicht als Angabe nicht, da muss ein bisschen mehr stehen. Ne? Und wie gesagt, es muss eine Möglichkeit zum Widerruf geben. Wo er diese Möglichkeit genau auf der Webseite macht, ist euch überlassen. Könnt ihr in den Footer machen, könnt ihr in die Sidebar machen, wie ihr Lust und Laune habt, wie es sinnvoll ist, aber es muss irgendwo dann vorhanden sein. So, wie gesagt, Freiwilligkeit der Einwilligung. Freiwilligkeit setzt natürlich auch voraus, dass da kein Ungleichgewicht besteht. Ne? Also eine Behörde kann zum Beispiel nicht mit so einer Einwilligung arbeiten, weil wenn das amtliche Informationen sind, habe ich einen Anspruch darauf, die zu kriegen und nicht die zu kriegen nur gegen eine Einwilligung. Ne? Also das sind so Sachen. Freiwilligkeit der Einwilligung heißt aber auch, dass ihr auf der Webseite keine Sanktionen aussprechen dürft, wenn einer die Einwilligung nicht erteilt. Ne? Also der muss ohne die Einwilligung die gleichen Informationen kriegen wie mit der Einwilligung. So, und dann gibt es noch ein paar Ausnahmen. Und das ist der Grund, warum ich immer noch sage, mindestens ein Drittel der Webseiten braucht keine. Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn die Speicherung von Informationen der Endeinrichtung oder der Zugriff unbedingt erforderlich ist, damit der Anbieter sein Telemedium zur Verfügung stellen kann. Das heißt, ich habe zwei Voraussetzungen, unbedingt erforderlich und der Telemediendienst muss ausdrücklich gewünscht sein. Ausdrücklich gewünscht ist so ein Problem, denn das ist ja eine innere Einstellung. Woher weiß ich denn, was mein Besucher sich wünscht?
Ich kann es aber aus objektiven Kriterien ableiten. Wenn der die URL zu meiner Webseite eingibt, auf einen Link klebt, eine Ecke startet und so weiter, dann will er diesen Dienst in Anspruch nehmen. Aber ihr müsst natürlich da aufpassen. Er will dann diesen Dienst in Anspruch nehmen, aber nicht irgendwas, was ihm da vielleicht noch untergeschoben wird. Ne? Das heißt, wenn ich auf die Seite von Bäckermeister Kunze gehe, dann will ich vielleicht sehen, ob er offen hat. Dann will ich seinen Dienst in Anspruch nehmen. Aber nicht auch noch Google Maps, was dann untergeschoben wird und die Daten weitergibt, weil die brauche ich nicht, weil ich weiß ja, dass der um die Ecke ist. Ne? Also da muss man unter Umständen auch gerade bei komplexen Webseiten manchmal etwas granularer vorgehen und sagen, die ganzen Dienste, die da drauf irgendwo sind, will der Kunde die wirklich alle? Und wenn man da unsicher ist, muss man so unter Umständen überlegen, ob man so auf eigene Unterseiten verbannt, die der Besucher ja dann aufrufen kann. Wenn er die dann aufruft und er weiß, was dahinter steht, dann will er sie ja. Na, aber dann muss es dann wenigstens so gehen. Also auch da aufpassen. Das andere, das unbedingt erforderlich, heißt erstmal nur das, was unbedingt notwendig ist, erforderliche Minimum. Das wird eigentlich meistens übersetzt als technische Erforderlichkeit. Das stimmt so nicht ganz. Also das klassische Beispiel ist zum Beispiel ein Warenkorb. Ist ein Warenkorb für einen Shop technisch erforderlich? Nö, eigentlich nicht, ne? Ich kann das über die URL machen, ich kann das über entsprechende Parameter machen, ich kann es über, wenn ich ein Login habe, über die Kundendatenbank bei mir machen. Ne? Amazon macht das zum Beispiel hauptsächlich so. Also da gibt es auch andere Möglichkeiten, aber trotzdem sagt man, da, ja, der Warenkorb ist erforderlich, weil wie will ich sonst machen? Das andere über ein Kundenkonto ist aufwendiger und noch weniger datensparsam. Das über die URL ist zu unsicher. Also das Ganze ist so ein bisschen Augenmaß und technischer Stand, was ist sinnvoll. Ne? Was nicht ausreicht, ist wirtschaftliche Erforderlichkeit. Ne? Also nur nach dem Motto, mein Geschäftsmodell beruht aber darauf, dass ich Werbung habe und Werbung wird nur vernünftig bezahlt, wenn sie mit Daten jongliert. Nein, das reicht leider nicht. Dann ist auch klar, es muss erforderlich sein zum Zeitpunkt der Speicherung. Ne, also der klassische Fall wieder, bleiben wir bei dem Warenkorb im Shop. Wann brauche ich den Warenkorb als Cookie? Wenn der Kunde das erste Teil da einlegt, nicht wenn er die Shop-Seite aufruft. Denn da will er vielleicht ja auch nur, muss ich mal die Preise angucken und noch nichts reinlegen. Also deshalb, wenn, dann auch bitte erst, wenn er was reinlegt. Und die Frage ist auch immer, wie lange, also die Frage der Cookie-Laufzeit, auch da müsst ihr euch dann drüber überlegen. Und auch was, ne, was in den Cookie nicht reingehört, wenn es technisch erforderlich sein soll, ist auf alle Fälle ein Unified Identificator. Also irgendwas, mit dem ich den Besucher wieder eindeutig identifizieren kann. Das ist dann auch nicht Sinn der Sache. So, und bei der Einwilligung ist natürlich auch mal ein Problem, müsst ihr daran denken, eigentlich muss sie nachweisbar sein. Aber ihr könnt ja kein Protokoll führen, wer die Einwilligung angeklickt hat, denn die kennt die Leute ja nicht. Ne, das heißt, was ihr machen könnt, ist nur, dass ihr den Verarbeitungsprozess so ausrichtet, dass bestimmte Sachen erst erfolgen können, zwangsweise, wenn die Einwilligung vorliegt. Ne? Also ihr müsst euren Prozess auch wirklich so ausrichten, dass das Cookie erst gesetzt wird, wenn die Einwilligung da ist, wenn er den Einwilligungsbanner geklickt hat. Wenn er das anders macht, könnt ihr selbst in den Fällen, wo die Einwilligung erteilen, ja nicht nachweisen, dass sie sie haben. Dann sind die alle immer ohne. Ne? Das heißt, auch da, wie gesagt, bei den Cookies immer doppelt gleisig, Datenschutz, E-Privacy. Auf der einen Seite muss ich immer überlegen, habe ich personenbezogene Daten, mit denen ich arbeite? Auf welcher Rechtfertigung kann ich die verarbeiten? Habe ich gesetzlich verpflichtende Vertragserfüllung oder sowas? Vertragsanwarnung wird auch dazugehören. Oder brauche ich da Einwilligung für, weil ich nichts anderes habe? Ne? Also aus DSGVO-Gründen brauchte ich den Cookie-Banner nur, wenn ich da unten mit Einwilligung arbeite. Und E-Privacy, habe ich irgendwelche Daten, die ich da unterschiebe? Wenn ja, sind die technisch erforderlich, die Cookies? Wenn sie das nicht sind, brauche ich dann auf alle Fälle aus E-Privacy-Gründen die Einwilligung. Soweit dazu. Noch einen kleinen Black, bevor hinten mir die tiefrote Karte gezeigt wird. Die rote habe ich nämlich gerade schon gekriegt. Es gibt in TTSG noch ein paar andere Regeln, die bisher witzigerweise noch nicht so in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gewandert sind. Ich will sie nur kurz anführen, damit ihr wisst, auf was ihr euch einlasst. Erstens, die stehen alle in Paragraph 19, das ist der zweite, der im Moment interessant ist.
Das TTDSG verlangt technische organisatorische Maßnahmen dagegen, dass Dritte Kenntnis davon kriegen, dass jemand das Telemedium in Anspruch nimmt. Ne? Das heißt, technische und organisatorische Maßnahmen, wie kann ich zum Beispiel organisatorische Maßnahmen dagegen treffen, dass Google mitkriegt, dass das Telemedium in Anspruch genommen wird? Ja, indem ich weder Google Fonts noch Google Analytics einbaue. Ne? Das ist das Verbot von solchen Diensten. Dann muss jeder Mediendienst anonym oder unter Pseudonym aufgerufen werden können. Also der Unterschied ist, anonym ist, selbst mit zusätzlichen Informationen kann ich nicht zurückverfolgen, wer es war. Pseudonym ist, ich kann das zurückverfolgen, wenn ich zusätzliche Informationen kriege, auch wenn ich die, wenn das nur eine theoretische Möglichkeit ist. Also ihr kennt das zum Beispiel bei Analytics oder auch bei Matomo sagt man ja, wenn du die IP-Adresse speicherst, die letzten ein oder zwei Oktette auf Null setzen, dann ist es nicht anonym, aber dann ist es wenigstens pseudonym. Ich könnte es aber trotzdem noch zurückverfolgen, wenn ich noch zusätzliche Angaben hätte. Dann die Weitervermittlung an einen anderen Anbieter von Telemedien ist dem Nutzer anzuzeigen. Ne, Weitervermittlung an einen anderen Anbieter. Das Beispiel eben mit YouTube. YouTube ist ein anderer Anbieter. Wenn ich den bei mir in der Seite einbinde, muss ich dem Kunden sagen, dass da noch was anderes kommt. Also entweder Vorschaltbanner. Oder aber auf der extra Seite und sagen, hier kannst du die Videos auf YouTube über mich angucken. Ne? Dann das Übliche mit den technisch-organisatorischen Maßnahmen, was wir auch schon in der Datenschutzgrundverordnung ja hatten. Ich muss dafür sorgen, muss sicherstellen, dass kein unerlaubter Zugriff auf meine eigenen technischen Einrichtungen, auf meinen Webserver und so weiter da sind. Also auch die muss ich vernünftig betreiben. Und auch dann, wenn es sich um Störungen von außen handelt und äußere Angriffe. Okay. Noch Fragen? Halte ich jetzt mal für eine theoretische Frage, weil wir schon überzogen haben.